verschönernden, mit besten Grüßen. Hoppla, da habe ich wohl die falsche Version vom Intro-Song genommen. Ups. Und in diesem Sinne, Mädel, ihr Kasper, Mullen und alle, die sich als Hagebuttene identifizieren. Ja, es ist mal wieder Zeit für den Gartener zum Verschönerne, denn ich habe mir gedacht, es ist beinahe exakt 7 Jahre her, dass unser guter Reiniger, damals noch stolzer Besitzer einer eigenen Schanze, ja, das waren noch Zeiten. Ja, es ist fast genau 7 Jahre her, dass Reini ein Spiel, das er auch in seinem Let's Play zu Story of Seasons A Wongleful Life mal ganz kurz erwähnt hat, nämlich Harvest Moon, Tree of Tranquility. Harvest Moon, Tree of Tranquility. Dieses Spiel war das erste Harvest Moon, das für die Nintendo Wii konzipiert wurde. Es erschien 2007 in Japan, 2008 in Nordamerika und im europäischen Raum dann 2009. Bereits ein Jahr später jeweils folgte dann der Nachfolgetitel Animal Parade, der im Grunde ja im gleichen, man möchte sagen, Universum wie Tree of Tranquility spielt, mit den gleichen Charakteren, allerdings ja ein paar Zusätzen, insbesondere mehr Tieren, daher auch der Name. In Europa war Tree of Tranquility nicht der erste Teil für die Nintendo Wii. Davor erschien Harvest Moon Magical Melody. Das erschien in den anderen Regionen zunächst für den GameCube. Tree of Tranquility bekam eher ja gemischte Rezensionen, bis einigermaßen gut, würde ich behaupten. Es war aber an sich kein schlechtes Harvest Moon Spiel, insbesondere im Vergleich zu vielen vorherigen, und es ist auch eines derer, die ich ja so mit am meisten gespielt habe, als es rauskam. Nachdem allerdings Animal Parade da war, habe ich Tree of Tranquility praktisch gar nicht mehr angeschaut. Die Story ist einigermaßen schnell erzählt. Der Protagonist kommt auf eine Insel, auf der der heilige Baum, wenn man so möchte, jüngst verwittert und gestorben ist, was dazu geführt hat, dass die Göttin der Insel, die Erntegöttin, verschwunden ist. Und Ziel ist es nun, ja, dafür zu sorgen, dass die Insel wieder naturverbunden wird. Das wird dann getan, indem man zum Beispiel Feldfrüchte anbaut, sich um Tiere kümmert und Freundschaften pflegt. Dadurch findet man dann die Erntewichtel, die einem dabei helfen, aus einem Setzling des heiligen Baumes einen neuen Baum zu züchten. Ja, und dadurch kommt am Ende schließlich die Erntegöttin zurück und, ja, bedankt sich. Das Spiel an sich ist ein endlos Harvest Moon Spiel, das sind ja die meisten aus der Serie. Es kann aber abgeschlossen werden und man kann dann sozusagen als, ja, das Kind des Protagonisten ein New Game Plus anfangen, sozusagen. Ja, ich habe es als ein, ich sag mal, relativ langwieriges Harvest Moon Spiel in Erinnerung. Ich weiß noch, dass ich sehr lange Nachmittage damit verbracht habe und dabei sind eigentlich stets nur wenige Ingame-Tage vergangen. Das ist einerseits relativ schön, weil man das Gefühl hat, innerhalb eines Tages viel zu schaffen. Andererseits zieht es dann eben auch das Gameplay ganz schön in die Länge und ja, es ist allerdings auch schwierig bei dieser Art von Spielen da eine schöne Mitte zu finden. Wie die, die bereits die A Wongleful Life Serie von mir gesehen haben, wissen, ist auch der Rüdiger ein großer Fan der Harvest Moon bzw. Story of Seasons Reihe. Ja, auch wenn er natürlich nie so richtig verstanden hat, was es mit diesem ganzen Drumherum auf sich hat, dass das Franchise nicht zu Nintendo gehört und so weiter. Aber gut, das soll es jetzt als, ja, Vorgeschichte erst einmal gewesen sein und wir widmen uns dann gleich den Aufzeichnungen von unserem Reini. Leider konnte ich nicht die vollständigen, wahrscheinlich über mehrere Stunden gehenden Let's Play-Folgen finden, sondern nur Zusammenschnitte. Das bedeutet für uns zum einen, dass es nur wenige Teile aus
ich sag mal, dieser in Anführungszeichen Serie geben wird, nämlich genau zwei, diesen und den für die nächste Woche. Es sei denn natürlich, es findet sich noch was. Ich werde versuchen, weiter zu graben, aber ich bin anscheinend ein wenig dulli-mäßig unterwegs und ja, kann viele, gerade dieser älteren Gaming-Sachen, einfach überhaupt nicht mehr finden. Und zum anderen bedeutet das auch, dass wir nicht allzu viel von Reinis Gameplay sehen werden. Ob das nun positiv oder negativ ist, ja, das überlasse ich euch. Gut, ich werde nichtsdestotrotz versuchen, auf so ein paar Sachen einzugehen, aber das meiste wird gar nicht so sehr um das Spiel selbst gehen. Dennoch möchte ich zu bedenken geben, dass, falls ich irgendetwas erwähne, ich dieses Spiel bereits seit einiger Zeit nicht mehr gespielt habe und damit meine ich bestimmt deutlich über 10 Jahre nicht mehr. Gut, mehr habe ich, denke ich, im Vorfeld jetzt auch nicht zu sagen und deshalb fangen wir an. Drache. Ich würde gerne Drachen-LP schreiben, aber das wird nicht hinhauen, deswegen schreiben wir einfach Drache. Ja, bevor wir richtig einsteigen, möchte ich eine Sache mal ganz besonders positiv hervorheben, und das ist der Rahmen. Ob er nun vom Räudiger selbst oder einem seiner unbezahlten Helferlein kam, er zeigt doch immerhin, dass der Rüdiger sich damals noch ein wenig mehr Mühe mit seinem Content gegeben hatte, ja, als er es später tat. Wenn ich das richtig sehe, wurden die Figuren und das Logo einigermaßen aufwendig ausgeschnitten und dann zu diesem, ja, Gesamtgebilde zusammengefügt. Nun ist das natürlich nichts, was für einen echten Profi sonderlich aufwendig oder schwierig wäre, aber wer so ein Bildbearbeitungsdulli wie der Träger ist, oder wie ich's bin, den kann so etwas schon einiges an Zeit und auch Nerven kosten. Also an dieser Stelle, Hut ab, Rüdiger. Hätte ich nicht erwartet. Wisst ihr was? Ich klau mir den jetzt. So, Etzadler, kann's dann auch weitergehen. Aber da ich ja im August geboren bin, also real life, bin ich ja im August geboren, mitten im Hochsommer, also würde ich sagen Sommer. In welchem Teil des Jahres, der Jahreszeit, bist du geboren? Das ist ziemlich blöd, man kann keinen Tag angeben. Ich habe ja am 2. Geburtstag, ich würde einfach angeben Anfang. Da habe ich, wenn ich Glück habe, oder wenn wir Glück haben, erwischen wir direkt den 2. Da wird es nämlich ausgesucht zu 1., 2., 3., 4., das wird ein bisschen random gemacht. Das wird ein bisschen random gemacht. Um das ganz kurz zu machen, ja, der Spielergeburtstag wird zufällig oder mehr oder weniger zufällig, muss man sagen, innerhalb dieses Zeitraums ausgewählt. Allerdings kann er, und deswegen mehr oder weniger zufällig, nicht auf jeden Tag in diesem Zeitraum fallen, damit es nämlich keine Überschneidungen mit anderen Geburtstagen oder Ereignissen bzw. Festen gibt. Das ist dann auch der Grund, weshalb man eben nicht den exakten Tag auswählen kann. Es gibt allerdings andere Spiele aus der Harvest Moon bzw. Story of Seasons Serie, zum Beispiel Friends of Mineral Town, die das Problem ein wenig anders lösen, nämlich indem es alternative Geburtstage für NPCs gibt. Sollte der Spieler ihren eigentlichen Geburtstag als den seinen wählen, dann bekommen sie einfach ein alternatives Datum. Jahreszeit neu auswählen. So, Mitte, ich habe ja am Anfang Geburtstag, also machen wir einfach Anfang. Ah, der klassische Denkfehler eines Kindes. Genau das habe ich bei meinem allerersten Harvest Moon Spiel auch gemacht. Nehmen wir mal ein kleines fiktives Beispiel. Angenommen, ich habe am Star Wars Tag Geburtstag, also am 4. Mai. May the Force be with you und so. Mai liegt im Frühling, also wäre jetzt der naive Gedankengang, ich lege mir den Geburtstag auf den 4. Frühling. Bedenkt man aber, dass der Mai ja bereits ein eher fortgeschrittener Frühlingsmonat ist, sollte man das eigentlich etwas anders umrechnen. Nehmen wir, weil es eben passt, Tree of Tranquility, welches Jahreszeiten von 28 Tagen benutzt, damit nämlich gleiche Daten in allen Folgejahren auch immer wieder auf die gleichen Wochentage fallen. Nun muss man sich noch entscheiden, ob man die astronomischen oder meteorologischen Anfänge der Jahreszeiten betrachtet. Und auch die sind nicht zwangsläufig immer am selben Tag,
aber wir rechnen einfach mal beispielhaft beides durch. Meteorologisch betrachtet beginnt der Frühling für gewöhnlich Anfang März und endet mit dem Ende des Mai. Also sagen wir einfach mal, ja, 1. März. Haut wahrscheinlich nicht vollständig hin, aber ne, so ungefähr. Damit hätte dann der Frühling 92 Tage, die nun auf die 28 Tage des Spiels verteilt werden müssen, womit sich ein neuer Spieltag etwa alle 3,3 echten Tage ergibt. Der 4. Mai fällt auf den 65. Tag des realen Frühlings, wenn man den 1. März als ersten Frühlingstag nimmt, was entsprechend der Teilungsfunktion dem 20. Ingame-Frühlingstag entspricht, also eigentlich eher so dem Beginn des Endes des Frühlings. Analog dazu ist der 4. Mai nach astronomischem Frühlingspunkt für gewöhnlich der 46. oder 45. Tag des Frühlings, je nachdem, ob der Frühlingsbeginn am 20. oder 21. März ist. In beiden Fällen ergibt sich der 14. Frühlingstag im Spiel als Ergebnis, also ziemlich genau die Saisonmitte. Für Reudigers 2. August würden sich im Grunde die gleichen errechneten Tage nur eben für den Sommer ergeben, also ebenfalls Mitte oder Ende der Sommersaison. Ironischerweise sagt er ja selbst vorher, er sei mitten im Hochsommer geboren. Mitten im Hochsommer. Hätte also auch rein intuitiv die Mitte des Sommers wählen sollen. Aber gut, lassen wir das mal mit dieser irrelevanten kleinen Rechnung. Ich habe das ohnehin nur eingebaut, um ein wenig Zeit zu schinden. Ich fand sie damals nur deshalb so faszinierend, weil ich eben ursprünglich denselben Fehler gemacht hatte wie unser Reudiger. Nur, dass ich den damals so mit ungefähr 10 gemacht habe und mir bald darauf, ja, dieses kleine Problem aufgefallen war. Fisch ist ja kein Fleisch, genau genommen. Eier und Milch, Gemüse. Ich bin eigentlich ein Fan von Gemüse tatsächlich oder von Fisch. Eier und Milch, naja, Brot besteht halt aus Eiern und Milch. Wobei eigentlich besteht Brot ja aus Eier und Wasser. Oh Gott, das tut richtig weh. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass er diesen Blödsinn daherquakt. Der Vollständigkeit halber, Reudiger, Brot besteht im Wesentlichen aus Wasser und Mehl. Ja, es gibt Brötchen, die mit Milch gemacht werden und daher auch Milchbrötchen heißen. Es gibt Brot und brotartigen Teig, den man vor dem Backen vielleicht mit Ei bestreicht, damit die Kruste glänzt. Aber beides sind Sonderformen, aus denen heraus man nicht generalisieren sollte. Tja, an der Auswahl dieser Lieblingsspeisen bemerkt man auch, dass es sich um ein japanisches Spiel handelt. Dort spielt halt aus geografischen Gründen, ähnlich wie beispielsweise auch in England, Fisch eine deutlich zentralere Rolle in der Ernährung als in Deutschland, insbesondere Süddeutschland. Zu der Behauptung wiederum, Fisch sei genau genommen ja kein Fleisch, das ist ein wenig schwierig, hätte ich gesagt. Denn es kommt darauf an, was man damit sagen will. Nach Lebensmittel- und Handelsrecht ist es durchaus so, wie der Reudiger uns das hier erzählt, aber das ist ja nicht alles. Im Grunde handelt es sich in jedem Fall um Weichteile, also Muskeln, Fett, Fasern und so weiter, von Tieren. Und ja, es ist eigentlich dann auch mehr oder weniger beliebig, welche Arten man mit der Bezeichnung Fleisch einschließt. Dass man vielleicht manches Mal vom Fleisch der Fische reden muss, merkt man gerade dann, wenn man zwischen den Teilen des Fisches, die gegessen werden, und dem Tier als Ganzes unterscheiden möchte. Und ja, selbstverständlich gibt es auch Fische wie zum Beispiel Sprotten, die oft im Ganzen gegessen werden. Andersherum kann man die Unterscheidung auch noch feingliedriger machen und so wird an manchen Stellen nicht nur zwischen Fisch und Fleisch, sondern auch zwischen Fleisch, Geflügel, Wild und so weiter unterschieden. Oder zwischen weißem und rotem Fleisch, wobei auch hier die Grenzen nicht immer völlig klar sind. So ordnen manche Quellen das Entenfleisch dem weißen und andere dem roten Fleisch zu. Tja, was auch immer da nun richtig ist, je nach Betrachtungsweise können diese unterschiedlichen Sichtweisen, so beliebig sie vielleicht manchmal erscheinen mögen, allerdings durchaus sinnvoll sein. Man könnte an dieser Stelle nun mit der Betrachtung deutlich stärker in die Tiefe gehen, aber
wenn der Digger uns nur einen oberflächlichen Kommentar dazu gibt, warum sollte ich mir dann extra die Mühe machen? Natürlich. Ja, also ich weiß ja schon was darüber. Ich kenne das Spiel auswendig eigentlich. Also auswendig vielleicht nicht, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ich kenne die Stadt eigentlich schon ganz gut. Na, dann hoffe ich an dieser Stelle mal, dass der liebe Reiniger seinen unzähligen Zuschauern das auch alles ordentlich erklärt hat. Also, schließlich sollen die das Spiel und die Spielwelt ja auch kennenlernen. Es ist natürlich schön, wenn der Räudiger das alles schon weiß, aber ja, wenn dann alle Erklärungen übersprungen werden, kann man ja keinen sonderlich guten Eindruck vom Spiel gewinnen. Also, hoffen wir einfach mal, dass er den Leuten alles erklärt hat. Ja, da kann ich selber nicht mehr ernst bleiben. Als ob. Heutzutage können die Kinder nicht einmal mehr Hallo sagen. Boah, das stimmt aber ernsthaft. Ich war neulich beim Bäcker und da kommen halt drei Kids rein und ich denke mir einfach nur noch, Hallo? Man sagt Hallo, wenn man in den Laden kommt. Ja, kurz darauf ist der ältere Herr reingekommen, der hat aber auch nicht Hallo gesagt. Denke mir einfach nur noch, genau. Reingegangen, Hallo. Gegangen, Tschüss gesagt. Das ist einfach, das gehört zum guten Ton, Leute. Wo habt ihr eure Erziehung genossen? Ah, eine der unzähligen Geschichten aus Denken. Um kurz auf die Frage einzugehen, wo diese Leute ihre Erziehung genossen haben, das muss wohl auch da gewesen sein, wo sie ihr Rechtssystem gelernt haben. War aber auch ganz wichtig, dass Reinibert unbedingt noch erwähnen musste, dass da auch ein älterer Herr in den Laden kam und ebenfalls nicht gegrüßt oder sich verabschiedet hat. Ja, schließlich sieht sich ja Reini so ein bisschen, ja, zwischen den Stühlen auf der einen Ebene bereits zu diesem Zeitpunkt ja weise und erfahren und auf der anderen Ebene ja aber in gewisser Weise auch noch jung und rebellisch und ja, man muss halt so ein bisschen sozusagen das Feingefühl dafür entwickeln und immer beide Seiten so ein bisschen betrachten. So zumindest glaubt es unser Räudiger. Weil hier allerdings vermutlich niemanden meine Meinung diesbezüglich interessiert, sage ich sie erst recht. Mir ist vollkommen egal, ob jemand Hallo, guten Morgen, guten Tag oder sonst irgendetwas sagt, wenn er einen Raum betritt, in dem bereits andere sind. Wer das möchte, kann das gern tun und wer nicht, ja, der kann es bleiben lassen. Für das Zusammenleben als solches ist das komplett irrelevant. Viel wichtiger ist es, dass sich diese Leute ansonsten vernünftig und besonnen benehmen. Ja, was nützt es mir, wenn jemand scheinbar freundlich grüßt, aber kurz darauf Stress macht, sich ständig beschwert, weil, ja, keine Ahnung, beispielsweise irgendetwas nicht schnell genug vorangeht beim Bäcker etc. Dann habe ich lieber den, der gar nichts sagt und sich aber auch nicht beschwert. Zumal diese Unterscheidung, wo man grüßen sollte und wo nicht, ohnehin so ein kleines bisschen beliebig erscheint. Beim Bäcker sollte man, gerade auch gemäß dem Räudiger, grüßen, im Supermarkt dagegen wahrscheinlich eher nicht. Im Wartezimmer der Arztpraxis grüßt man die Wartenden, in Bus oder Bahn die anderen, die da umhersitzen, aber eher weniger. Wenn das Grüßen in Bussen nun dazu führte, dass sich die Leute dort nicht wie der letzte Haufen von Vollidioten benehmen, dann würde ich daraus sofort eine Pflicht machen, deren Missachtung mit Rausschmiss und Geldstrafe und von mir aus auch noch Körperstrafe geahndet würde. Aber ich vermute, dass das eher nicht der Fall sein dürfte. Deshalb erneut, es ist mir scheißegal, ob jemand grüßt, solange man sich ansonsten zivilisiert verhält. Na gut. Genug rumgeschwafelt, schauen wir mal weiter. Ich bin froh, dass es dir jetzt besser geht. Oder gut geht. Ich werde mich nicht immer an den Text halten, weil das macht das Lesen ein bisschen einfacher für mich. Ja, das stimmt wohl. Das Lesen wird dann einfacher, wenn man sich nicht an diesen dämlichen Text halten muss. Ja, da macht nämlich die Runkelrübe auf dem kaum vorhandenen Hals auch immer nicht so dolle Aua, wenn man nicht jedes einzelne Wort exakt so vorlesen muss, wie es dasteht. Das ist nämlich anstrengend, nicht wahr, Reini? Wie gesagt, ich halte mich jetzt nochmal ganz genau an den Text, weil das macht die ganze Sache einfacher. Ich kenne ungefähr den Text und weiß ungefähr, was sie sagen. Und ich lese es dann schon, deswegen kann es dann immer noch ein bisschen stockig klingen. Aber ja, ich werde es wohl ein bisschen freier übersetzen. Das werde ich übrigens in Zukunft mit nahezu allen Let's Plays machen. Oder in allen Let's Plays.
Ah, wir halten also fest. Räudiger verliest sich nie und hat auch nie was falsch gelesen. Er hat lediglich stets etwas freier aus dem Deutschen Geschriebenen ins Mittelfränkische Gesprochene übersetzt. Wer sich also schon immer gefragt hat, Klingelständer ist in der Tat Mittelfränkisch für Kleinstädte. Wie lange? Ich habe schon die größtmögliche Herzzahl bei ihr, die man kriegen kann. Und ich krieg einfach die nicht dazu, dass sie mich heiratet im Spiel. Ich weiß nicht, ey. Irgendwo habe ich da einen Bug, glaube ich. Räudiger, du hageldummer Idiot. Könnte das vielleicht eventuell unter Umständen möglicherweise potenziell womöglich daran liegen, dass Elke, im Englischen übrigens Ellie, keine Heiratskandidatin im Spiel ist? Diejenigen unter euch, die meine Serie zu A Wongleful Life gesehen haben, sind mit dem Prinzip wohl schon vertraut, aber nochmal ganz kurz zusammengefasst. In Harvest Moon bzw. Story of Seasons Spielen gibt es Charaktere, die man heiraten und mit denen man zumeist dann auch Kinder haben kann. Diese nennt man deshalb Heiratskandidaten und für gewöhnlich gibt es von denen eine Vielzahl, aber natürlich stehen nicht alle NPCs im Spiel für die Heirat zur Verfügung. In Tree of Tranquility gibt es jeweils 8 männliche und weibliche Heiratskandidaten. Genug, möchte man meinen, aber unser Diggerle braucht eben immer einen Sonderwunsch. Sondi eben. Noch als kleine Ergänzung, weil ich das in A Wongleful Life auch erwähnt habe, in Tree of Tranquility gibt es unter den Heiratskandidaten auch 5 Rivalenpaarungen. Also 5 Paare, die, um es winklerisch auszudrücken, gebildet werden können, wenn man sich mit den entsprechenden Rivalen anfreundet und dann die dazugehörigen Events auslöst. Die entsprechenden beiden Heiratskandidaten verlieben sich ineinander, heiraten dann beim nächsten Event und haben später sogar ein Kind. Dementsprechend sollte man, wenn man das Spiel spielt, aufpassen, mit wem man sich in diesem Spiel anfreundet, um keine bösen Überraschungen zu erleben. Ich könnte so kotzen mit dem Mikro. Ohne Scheiß, ey. Ich muss schauen, ob ich nicht mal einen 20er auf Seiten kriege für ein blödes Mikrofonständer. Ja, 20 Euro sind etzala viel Geld. Hatte er zu dem Zeitpunkt denn noch keine Amazon-Wishlist? Also, auf die hätte er das ja mit draufsetzen können, damit ihm das irgendeins von seinen dummen Zahlschwein-Idioten bestellt. Aber vielleicht hat er das da wirklich noch nicht. Oh, ich habe das alles schon gar nicht mehr im Kopf, wann da was war. Das ist so viel Information, da kommt man relativ schnell mal durcheinander. So, kannst du selbst hier auf der... Kannst du so lange hier auf der Säufler-Farm arbeiten? Ich sag einfach mal Säufler-Farm. Ja, Räudiger, sag Säufle-Farm, das passt schon. Ich habe gehört, die Säufle-Farm produziert vor allem Seidler. Und es geht voll gut mit einem Schäuferlatzam. Ah, schön. Ja, okay. Soufflé ist kein leichtes Wort und der Reini mag ja eh kein Französisch, deswegen hat er auch immer früher Genre gesagt, obwohl er weiß, wie man es richtig ausspricht. Und wahrscheinlich weiß er auch, wie man Soufflé richtig ausspricht. Sagt aber Säufle, weil er kein Französisch mag. Tja, warum? Vermutlich, weil die Franzosen die Franken waren, die das wahre Frankentum verraten hatten. Ja, oder so. Ja, ich bin gerade konzentriert, dass ich hier keinen Fehler mache, dass ich jetzt möglichst schnell bin. Ich möchte, dass er uns wieder lobt. Außerdem gibt das, glaube ich, mehr Kohle hinterher. Ja, sich zu konzentrieren ist schon wichtig. Konzentration kommt eben nicht von ungefähr. Oh, kleine Korrigation. Ich meine natürlich, Konzentration kommt nicht von ungefähr. Der Ausschnitt war in dem Zusammenschnitt, den ich herausgesucht habe, übrigens doppelt. Keine Ahnung warum. Vielleicht hatte derjenige, der das zusammengestellt hat, sich nicht richtig konzentriert. Dazu gesagt, ich habe in meinem anderen Spielstand eigentlich alles erreicht, was man erreichen kann im Spiel. Und wirklich alles. Ich bin ja eigentlich kein 100%-Gamer. Ach, dieses blöde Mikro.
bin ja eigentlich kein 100% Gamer, aber das hier ist definitiv haut auf jeden Fall hin. Und dieser Sound ist so geil. Ich stehe total auf cleane Gitarre. Warum wundert mich das überhaupt nicht, dass der Räudiger kein 100%ler ist? egal, Hauptsache cleane Gitarre. Mein Name ist Olli. Olli P. oder was? Den kennt wahrscheinlich von euch gar keiner mehr. Hahaha, lustig, dick, 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 dick. Ja, der Reini, er ist so erwachsen und lebenserfahren. Und seine Zuschauer sind alle jung, naiv und aveng dom. Oh, und natürlich eng, ganz besonders eng. Ja, das jedenfalls war der Harvest Moon-Teil des Gaming-Zusammenschnittes vom 1. April 2017. Im Anschluss hat er dann noch Zellert Bright of the Wind gespielt. Das kann man sich bestimmt auch mal irgendwann ganz gut geben, aber nicht in dieser Serie. Deshalb machen wir weiter mit den Ausschnitten des nächsten Tages, dem Video vom 2. April. Was ich immer noch nicht ganz verstehe, ist, dass sich nach 3 Jahren, nee, nach 4 Jahren immer noch Leute beschweren, du bist voll schlecht. Ey, warum schaut ihr überhaupt nach 3 Jahren, 4 Jahren immer noch zu, wenn ich so schlecht bin? Dann schaut doch gar nicht erst zu. Ich habe heute wieder Kommentare gelesen und habe mir einfach nur, ohne Scheiß, ich habe eine knallrote Stirn und das nur, weil ich mir eigentlich permanent einen Facepalm gebe, warum ihr euch diese Zeitverschwendung gebt. Wenn euch was nicht passt, dann schaut es doch einfach gottverdammt nochmal nicht an. Niemand zwingt euch, das Let's Play zu gucken. Ach ja, wie matt er schon wieder war. Ja, Reini? Und niemand wiederum zwingt dich, diesen Schund hochzuladen. Aber hier sind wir nun. Anders ausgedrückt, da oben ist der X-Button, gilt auch für dich, lieber Räudiger. Nun hat er sich ja im Moment gelöscht oder, naja, besser gesagt, pausiert tatsächlich sogar. Allerdings ist es natürlich fraglich, wie lang sein Narzissmus dieses Aufmerksamkeitsdefizit durchhält. Aber wer weiß, vielleicht findet unser Dummerle ja wirklich noch Gefallen daran, dass er ja endlich mal sowas Ähnliches wie seine Ruhe hat und so viel zocken kann, wie er will, ohne dass ihn jemand nervt. Und vielleicht löscht er auch irgendwann noch seinen Discord und zieht sich völlig zurück. Als ob. Aber man wird ja noch träumen dürfen. Ich versteh's nicht. Manche Menschen meckern einfach für ihr Leben gern, habe ich das Gefühl. Und alle in meinen Kommentaren, die nur Scheiße labern, die meckern einfach verdammt gerne. Und ich verstehe es einfach nicht. Fürs Protokoll, heute ist der 22.03. Also 22.03.2017, falls sich das jemand später anschaut irgendwann mal. Also mal ganz im Ernst, das ist... Oh, ich könnte so kotzen, ey. Es ist einfach immer die gleiche Story. Immer und immer und immer und immer wieder. 4 Jahre geht dieses Gedöns jetzt mittlerweile. Wo soll denn das enden? Ah, wenn der damalige Reini nur hätte sehen können, was noch alles auf ihn zukommen würde. Und ja, für den aktuellen Reini ist der Vergangenheits-Reini natürlich ein Hater, weil er das ja hätte verhindern können. Wobei, Moment, ich vergaß. Rüdiger Wingelwangelbob würde ja nichts an seinem Leben ändern und alles wieder genauso machen wie vorher, denn sonst wäre er nicht der gleiche geworden und hätte nicht die gleichen Erfahrungen gemacht. Völlig klar. Er ist ja schließlich auch zufrieden mit seinem Leben und so. Gott, Alter, ohne Scheiß, Leute. Werdet mal erwachsen und kommt im Real Life an, ey. Mir und das Geilste ist immer, die Leute unterstellen immer mir, ich hätte kein Real Life. Und dann kommen sie her. Drool ist da das beste Beispiel, ja. Ich habe jetzt meinen Twitter-Account heute so eingestellt, dass ich keine Kommentare mehr lesen kann oder dass ich keine User mehr angezeigt bekomme, die nicht registriert sind mit Handynummer und alles. Weil der Drool hat bestimmt 50 Accounts, er reicht gar nicht. Der hat ja 200, 300 Accounts gemacht auf Twitter, nur um mir auf den Sack zu gehen. Und jetzt habe ich so eingestellt, dass er seine Handynummer und E-Mail-Adresse verifizieren muss. Wenn er das nicht macht, kann ich ihn nicht mehr sehen. Ja, da kann er ihn nicht mehr sehen
Und natürlich gilt für unseren Reini schon damals, wie auch heute, also wie immer, aus den Augen, aus dem Sinn. Alle Probleme verschwinden schon, wenn man sie nur stark genug ignoriert. Und niemand kann's ihm reichen, ne? Das Wasser. Und ganz ehrlich, ich glaube, damit habe ich ihn endgültig mal ausgebremst. Ey, ohne Scheiß, das geht mir so tierisch auf die Nüsse, dass die einfach, also mir, ich muss es hier klarstellen, nicht die gehen mir auf die Nüsse, sondern es geht mir tierisch auf die Nüsse, dass die sich so eine Zeitverschwendung hingeben. Ey, ohne Scheiß, Leute, macht in eurem Leben was Vernünftiges, anstatt dumm über Leute zu labern, die aus ihrem Leben, aus ihrer Ansicht heraus, was Vernünftiges machen. Puh, also Reini, wenn du uns nun schon mit vernunftbezogenem Relativismus kommst, dann lässt sich der Spieß doch sofort umdrehen. Aus meiner Perspektive jedenfalls ist, dich zu ärgern, dich zu trollen, dir die Grenzen aufzuzeigen, deine Online-Präsenz zu hinterfragen und zu kommentieren, vernünftig, richtig und wichtig. Und damit alles andere als eine Zeitverschwendung. So, und weiter? Da du das alles jetzt nur mit Perspektive rechtfertigst, war es das nun im Grunde für deine Argumentation. So, haha, jetzt kann ich mich mal richtig überlegen fühlen. Ich habe einen Sonderschüler argumentativ Schachmatt gesetzt. Haha, ich bin so gut. Ich persönlich finde es nämlich absolut nur Schwachsinn, jemand anderen dafür zu haten, wie er sich benimmt oder wie er ist und so nützlich ist. Wie bitte? Rüdiger, warst du nicht derjenige, der noch im Video des vorherigen Tages meinte, dass manche Menschen ganz schrecklich seien? Und ich unterstelle hier einfach mal so eine gewisse Abneigung, die mit des Trägers Hate wohl nicht vollkommen schlecht beschrieben sein dürfte. Weil diese Leute, wenn sie einen Raum betreten oder was auch immer, nicht grüßten, also mit anderen Worten, weil dir deren Benehmen nicht gefällt? Dünnes Eis, mein Lieber, sehr dünnes Eis. Und das bei deinem Gewicht. Also, das ist die falsche Richtung. Nö, Mister möchte gern anonym. Ich renne nicht in die falsche Richtung. Ja, hallo, ich bin der Mister möchte gern anonym und Rüdiger, ich weiß leider nicht, ob die Richtung gestimmt hat, denn mehr Zusammenhang haben wir hier leider nicht bekommen, aber wenn ich aus der Erfahrung extrapoliere, dann, naja, sagen wir mal, es sieht jetzt nicht so gut aus für unseren Dicken. Ich weiß, mich nackt sich vorstellen findet keiner so sonderlich interessant. Nun, interessant wäre es vielleicht schon auf eine widerliche, abstoßende und ekelerregende Art und Weise. Aber, Rüdiger, mittlerweile sind wir schon Schlimmeres von dir gewohnt, als dich nur nackt zu sehen. Oder mit anderen Worten, wir brauchen uns das nicht vorstellen. Wir haben Dinge gesehen. Gut, es hatte zu diesem Zeitpunkt noch etwa 1 Jahr und 8 Monate gedauert, bis der gute Rüdiger die ersten Videos auf PH hochgeladen hat. Also wird er innerhalb dieses Zeitraums dann wohl seine Meinung geändert haben und durchaus der Meinung dann gewesen sein, dass es interessant wäre. Ach ja. Ja, das ist immer das gleiche Spiel eigentlich. Also, aber an bestimmten Punkt wird das Spiel halt wirklich Routine. Aufstehen, pflanzen, gießen, säen, ernten. Ernten. Wieder gießen und so weiter. Ja, also damit hat er jetzt nun per se nicht Unrecht. Andere Let's Player nutzen dann so etwas, um, ja, über irgendwelche für sie interessanten oder erzählenswerten Themen zu reden. Das kann alles Mögliche sein. Zum Beispiel, habt ihr euch schon mal gefragt, woher das englische Wort für schwarz kommt? Für die meisten ihrer Wörter kennt die englische Sprache zwei Ursprünge, die romanischen oder die germanischen Sprachfamilien. Nun heißt schwarz im Lateinischen, naja, jedenfalls im Französischen ist es noir und im Italienischen ist es nero. Hat also nicht viel mit black zu tun. Und in, ja, so ziemlich allen germanischen Sprachen ist es ein mit schwarz verwandter Begriff wie zwart im Niederländischen, sort im Dänischen, svart im Norwegischen und Schwedischen und so weiter. Woher kommt also black? Es kommt auch nicht, denn auch das wäre theoretisch möglich, aus einer keltischen Sprache wie dem
Walisischen oder dem Irischen. Dort ist es eher eine Form von du. Ich mach's ganz kurz. Black hat seine Wurzeln tatsächlich in den germanischen Sprachen. Die althochdeutschen Dialekte kannten zwei Wörter für zwei verschiedene Arten von Schwarz. Schwarz für ein mattes und Blach für ein glänzendes Schwarz. Und auch das Mittelenglische kannte noch diese beiden Begriffe, Swart und Black. Swart gibt es im Englischen heute nur noch als das Adjektiv swarthy, was dunkel, insbesondere dunkelhäutig, bedeutet und mittlerweile nur noch eher selten benutzt wird, aber vielleicht findet man swarthy hier und da mal, so in älteren Texten beispielsweise. Blach hat im Deutschen wiederum möglicherweise eine Verwandtschaft zum heutigen Wort Blech, das im Ursprung ja ebenfalls etwas Glänzendes bedeutet, also so wie Blach ja auch für ein glänzendes Schwarz stand. Ganz gesichert ist das, diese Verwandtschaft aber, soweit ich weiß, nicht. Ja, soweit also zu einem Beispiel von Dingen, die man erzählen kann, wenn in einem Spiel nichts von Belang passiert und man etwas Zeit überbrücken möchte. Gut, das war jetzt hier nicht der Fall. Gemacht habe ich es aber trotzdem. Kauf mir eine Lilie. Willst du dir eine Lilie kaufen? Vergiss es. Ach, warum nicht? Wie gesagt, freundlich sein. Das bringt uns nämlich später im Spiel alles was. Übrigens, sowas braucht ihr im Real Life bei mir nicht bringen, liebe Damen. Sowas mache ich nämlich grundsätzlich nicht. Nur wenn ich selber Bock habe auf sowas, mache ich sowas. Und das passiert nicht so häufig. Weil wenn man mich anspricht, dann habe ich meistens eine Trotzreaktion und das will ich nicht. Weil ich bin zwar ein Kerl und viele sagen lustlos zu mir, aber so einfach mache ich das dann doch nicht. Weil das will ich auch nicht. Ich bin nicht gerne manipulierbar und das lasse ich auch nicht zu. Ach, Reini, da erzählt er uns sogar noch direkt, wie man ihn manipulieren kann, nämlich offensichtlich mit umgekehrter Psychologie, weil et cetera trotz Reaktion. Und dann behauptet er direkt danach, er sei nicht manipulierbar. Großartig. Aber auch schön, dass er im Spiel Dinge macht, um sich mit anderen anzufreunden, die er im realen Leben nie tun würde. Und dann fragt er sich ernsthaft, warum er keine Freunde hat. Ah, halt. Ich habe ja die Freunde aus Denken vergessen. Oh, und Uwe. Rainer hat ja immer noch den Uwe. Gut, mittlerweile. Damals hatte er ihn noch nicht. Damals hatte er, Black Rose. Ob er dem Uwe wohl eine Lilie kaufen würde? Ja, vielleicht eher eine deutsche Eiche. Ich bin Letzter. Aber ganz ehrlich, ich hab meine Fernbedienung nach rechts gehalten gegen Wand. Und der Cursor ist vor. Und die Sensorla ist jetzt eigentlich vor mir. Aber das ist ja. Ja, naja. Man sollte auch dazu sagen. Boah, ohne Scheiß, ne? Boah, ich werd wahnsinnig mit dem Fick da, ey. Dieser scheiß Mikroständer kotzt mich so an, ey. Ohne Fick da, ey. Entschuldigung. Nee, ohne Scheiß, ich lasse in Zukunft das, ich mach den jetzt dann gleich weg. Ich habe nämlich so die Schnauze so voll von diesem scheiß Popschutz. Ich hoffe, dass das einfach ohne auch geht. Gott, wie matt er schon wieder war, weil er mal wieder bei einem Minigame versagt hatte. Aber natürlich ist es in seinem Fall mal wieder kein Skill-Issue. Nein, es lag natürlich an der schlechten Sensorleiste der Wii, die übrigens keine Sensorleiste ist, denn die Sensoren sind eigentlich in der Wii-Fernbedienung, weshalb man die Leiste auch durch ein paar Kerzen ersetzen kann. Aber das will ich jetzt dem Dicken nicht negativ anrechnen, denn offiziell war ihr Name nun mal Sensorleiste. Und natürlich lag es auch an diesem verfickten Hater von Popschutz. Verdammte Axt. Okay. Er könnte natürlich auch auf eine andere Art von Schutz zurückgreifen. Ja, klar, diese
Nylon- oder Metallteile, die man immer zwischen Mund und Mikro hat, sind ein kleines bisschen besser als die, ich nenne sie mal Überzieher, aber die wären immer noch besser als gar keiner. Hill? Nochmal, One Tree Hill oder was? Wie komme ich eigentlich auf One Tree Hill? Gute Frage. Hat in meiner Schulzeit meine Mutter oder so, glaube ich, geschaut. Oder war das meine Schwester? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist mir auch egal, ehrlich gesagt. Die Zeiten sind vorbei und mit denen habe ich eh nichts mehr zu tun, also kann es mir am Arsch vorbeigehen. Ach ja, die gute alte Familie Winkler, mit der er schon damals nichts mehr zu tun hatte. Vielen anderen Menschen würde das psychisch zu schaffen machen, aber Reini hat einfach nicht die geistigen Kapazitäten, die Tragweiten solcher Probleme zu erkennen. Das ist auch der Grund, weshalb ich ihm glaube, wenn er sagt, dass er keine psychischen Probleme hat. Keine Psyche, keine Probleme. Bin mir aber sicher, ist alles schon zu lange her. Das letzte Mal, dass ich das Spiel aktiv gezockt habe, ist bestimmt ein Jahr her. Ach Quatsch, ein Jahr. 3 Jahre, 5 Jahre, wahrscheinlich schon eher. Das kommt wahrscheinlich eher hin. Das Spiel hier könnte sogar sein, dass es 6, 7 Jahre her ist. Das Spiel ist 2009 rausgekommen. Und ich glaube, ich habe es mir damals auch ziemlich genau gekauft. Ich habe gerade nochmal überlegt, wann ich das Spiel zum letzten Mal gestartet habe. Eingangs hatte ich ja von 10 Jahren oder so gesprochen. Es dürfte, mittlerweile sind ja auch seit diesem Let's Play schon 7 Jahre vergangen, doch etliche Jahre her sein. Wer weiß, vielleicht mache ich es die Tage mal wieder an. Also rein zu Recherchezwecken natürlich. Der Tag auch wieder vorbei. Ach ja. Ja, das ist halt im Prinzip das ganze Game. Also ich weiß nicht, vermutlich schaut das Spiel hier kaum jemand an, weil ja, es im Prinzip halt eben für die Mehrheit langweilig ist wahrscheinlich. Ich persönlich finde das Spiel eigentlich schön. Tja, Reini, was soll ich dazu sagen? Ich fand das Spiel damals, und in gewisser Weise natürlich heute auch, ebenfalls ganz schön. Aber weißt du, lieber Räudiger, wir beide, wir sind eben ganz besondere Menschen. Und mit besonders meine ich. Ich habe bei Bayonetta einen Kommentar heute gelesen, auf den ich unbedingt reagieren musste. Und ich habe gedacht, also es ist immer noch der 22. Ja gut, jetzt ist der 23. mittlerweile. Ich verstehe euch ehrlich gesagt nicht. Bahnbrechende Erkenntnis, Räudiger. Und einer der wenigen Kommentare, die mal wirklich ehrlich, ungelogen und nicht übertrieben sind. Das kann man so, wie er es gesagt hat, festhalten. Er versteht uns alle nicht. Ja, da kommen Leute, die zu mir immer sagen, du musst doch mal ein bisschen mehr Spaß verstehen, mach mal mehr Witz oder sei mal ein wenig selbstironischer und alles. Und dann kommen Leute damit daher und fragen mich oder nerven mich tatsächlich, wegen einem Satz, den ich irgendwann mal in einem Livestream gesagt habe. Oha. Na, was glaubt ihr, kommt jetzt für ein Satz? Also, ich habe diesen Teil schon mal vorher gesehen, also weiß ich's schon. Aber seid gespannt. Und zwar, es gibt nicht zu jung, sondern nur zu... Es gibt nicht zu alt. Es gibt nicht zu jung, sondern nur zu eng. Ach ja, das waren noch Zeiten. Wenn ihr wollt, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr damit richtig lagt. Natürlich, im Nachhinein werden das immer alle richtig geraten haben. Wir kennen es ja. Das ist ein verficktes Sprichwort, Leute. So was sagt man, wenn der eine zu einem sagt, alle, was willst du mit der da, die ist zu jung. Dann sagt man automatisch da drauf, es gibt nicht zu jung, sondern bloß zu eng. Das ist ein verdammtes Sprichwort und ich habe da einfach nur drauf reagiert. Ich habe mir da keinen großen Kopf drüber gemacht, was ich jetzt sage. Ui. Noch ein wahrer Satz hier. Das liegt natürlich daran, dass er sich nie darüber Gedanken macht, was er sagt. Und das wiederum merkt man an dem, was er vorher gesagt hat. Es ist kein Sprichwort, Räudiger. Es ist ein Witz, von mir aus auch ein Ausspruch oder so etwas. Aber Sprichwort ist etwas anderes. Es ist vielleicht jetzt kein besonders origineller oder lustiger Witz, kommt aber auch ein bisschen auf, ja, die Situation und den Kontext an. Aber es ist an sich erst einmal ein Witz. Nun konnte Räudiger
leider noch nie Witze erzählen. Weder mit vorheriger Ankündigung, dass nun ein Witz käme, noch so ganz spontan. Hinzu kommt, dass das kein sonderlich geschmackvoller Witz ist, den man ja sicherlich so unter Freunden an einem netten Abend mal eben raushauen kann, ja, der aber vielleicht nicht unbedingt in einen öffentlichen Stream gehört. Nun bin ich persönlich wiederum der Meinung, dass das an sich eigentlich auch kein Problem sein sollte, weil es ja eben nur ein Witz ist, ja, so ein dummer Kommentar, den man mal eben so nebenbei raushaut. Allerdings, lieber Reini, hattest du damals nicht verstanden, ja, und wir wissen alle, du hast es bis heute auch nicht verstanden, dass es gar nicht darum geht, ob man das jetzt sagen darf oder nicht. Es geht einfach nur darum, den dicken, dummen Bären zum Tanzen zu bringen. Und wenn man ihm mit solchen Vorwürfen kommt, ja, dann legt der Räudiger einen Brechtanz vom Feinsten aufs Parkett. Ich habe mir keinen Gedanken drüber gemacht. Das ist einfach nur ein beknackter, dummer Spruch, den man zumindest bei uns in Franken heutzutage noch öfter verwendet. Leute, ich bin kein Gymnasiast, ja, ich bin kein studierter Professor und so weiter. Ich bin ein ganz normaler Mensch aus der Arbeiterklasse, wenn man so will. Also bei aller Liebe, Reini, nein, du hast mit der Arbeitsklasse nahezu nichts zu tun, außer dass du Leute kennst, die aus der Arbeiterklasse kommen. Gut, man könnte jetzt sagen, okay, Arbeiterklasse schon in dem Sinne, dass ja Rudi durchaus Teil der Arbeiterklasse war. Wie das nun mit Rita ist, weiß ich nicht, möchte ich mich jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen, da irgendetwas zuzusagen. Aber nur, ja, weil man aus ihr heraus geboren wurde, kann man trotzdem ein faules Stück Scheiße sein, so wie du, lieber Reini. Denn genau das bist du, ein faules Stück Scheiße, das noch nie wirklich über einen Zeitraum von mehr als vielleicht ein paar Wochen am Stück richtig gearbeitet hat. Und ja, selbst diese Zeiten, als du mal den einen oder anderen Job hattest, die sind lange vorbei. Und ja, sie waren es auch bereits 2017. Und ich habe auch dementsprechend den Sprachjargon übernommen. Oder ich bin mit diesem Sprachjargon aufgewachsen. Und das ist einfach ein dummer Spruch auf eine dumme Reaktion, auf einen dummen... einfach, um einfach ein bisschen Scheiß zu machen. Das heißt noch lange nicht, dass ich pädophil bin. Boah, ich könnte so kotzen, ganz ehrlich. Und das heißt auch schon gar nicht, dass ich pervers bin. Es ist einfach so ein beknackter, dummer Spruch. Ja, sicher. Und für sich genommen wäre er eben genau das. Ein dummer Spruch oder ein dummer Witz. Aber genau darum geht es doch nicht, Reini. Er hat damals schon nicht gemerkt, wie sehr er am Tanzen war. Und selbst wenn man es von der anderen Seite betrachtet, ja, so steht dieser dumme Spruch, wie Rudis Schande ihn nennt, doch auch nicht für sich alleine, sondern es gibt und gab noch erheblich mehr Anzeichen, Vorgänge, Nachrichten, Aussagen und Umstände, die zusammengenommen ein wirklich unschönes Bild vom Rüdiger ergeben. Und Leute, die zu mir sagen, ich soll mal ein bisschen lockerer werden und mal ein bisschen mehr über mich selber lachen können und alles, ey, ich bringe vor allem in meinen Let's Plays bringe ich so oft irgendeinen Joke von meinem Gewicht oder über mein Gewicht. Ich laber da oft dumm rum, ey, das ist so dick und lauter so ein Scheiß. Und ich bringe so oft selbstironische Sachen, auch in meinen Videos. Ey, mein beliebtestes Video ist und war und ist, glaube ich, immer noch Fettlord. Also Drachenlord Fettlord auf meinem Hauptkanal. Leute, mehr Selbstironie geht doch gar nicht. Was wollt ihr eigentlich noch von mir? Also, wir wollen natürlich, dass du dich löschst. Oder dass du für uns tanzt, je nachdem, welcher Klasse von Hatermann angehört, sozusagen. Aber davon mal abgesehen. Das ist, ja, wenn man so will, die niedrigste Schwelle der Selbstironie. Hahaha, ich bin dick, 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 hihihi. Reini, du hast so verdammt viele negative Eigenschaften, die du aufs Korn nehmen könntest. Da gibt es noch deutlich mehr. Du kannst nicht vernünftig spielen, hat man ja gerade gesehen. Und ja, das hättest du verwursten können. Zum Beispiel, indem du selbst ein Worst of deines Versagens zusammenstellst. Du bist a wenig dumm und das ist eigentlich okay.
Nimm dich doch damit einfach mal auf die Schippe. Aber das sind eben Stellen, an denen es dem kleinen Reini wehtut. Und ich sag dir noch was. Die Hater, die merken sowas. Und die merken, was dich so richtig stört und wie man dich damit triggert. Und dann gehen die genau da drauf. Ja, und klar, es ist ja wirklich schwer, bei den Sachen, die einen wirklich stören, ruhig zu bleiben oder sogar mitzulachen. Aber genau dann, lieber Reini, bietest du diese Angriffsfläche. Und wenn du das nicht ertragen kannst, ist das Internet vielleicht doch nicht der richtige Ort für dich. Ich verstehe echt das Ganze nicht. 3 Jahre und es kommen einfach immer noch so dumme Leute daher, die jetzt meinen, die müssen jetzt hier ihren Senf dazugeben, aber selber keine Ahnung haben, was ein Sprichwort ist. Oh Gott. Ja, wenn man keine Ahnung hat, was ein Sprichwort ist. Ich hab's vorhin schon kurz erwähnt, aber gehen wir es mal zusammen durch, lieber Reini. Sprichwörter sind traditionelle Aussagen, die eine gewisse, ja, Lebenserfahrung darstellen und widerspiegeln. So wie beispielsweise, jeder ist seines Glückes Schmied. Dieses Beispiel, da steckt eben drin, dass jeder, zumindest in der einen oder anderen Form, glücklich werden kann, aber dass man dafür etwas tun muss. Ich weiß, Reini, das ist schwer vorstellbar, nicht wahr? Ich meine, laut deiner, ja, Philosophie, vielleicht ein bisschen hochgegriffenes Wort, laut dem, was du dir in deiner Runkelrübe so vom Leben denkst, hast du ja Glück verdient, weil du etzadla derjenige bist. Also, ein bisschen schwer zu begreifen, aber ist okay. Dein Es gibt nicht zu jung, nur zu eng, was übrigens unvollständig ist, denn dahinter fehlt noch ein und eng ist ein dehnbarer Begriff, ist eben einfach ein Scherz, ein Witz, ein dummer Spruch und kein Sprichwort. Denn darin steckt sicherlich keinerlei Weisheit. Ey, und dann mich immer noch für dumm verkaufen wollen, dann frage ich mich ehrlich gesagt, verkaufst du mich wirklich für dumm? Oder bist du derjenige, der sich hier selber für dumm ausgibt? Ganz ehrlich, ich könnte so kotzen bei solchen Leuten. Erst hier auf fett studierten Gymnasiasten, Professor, hast du nicht gesehen, machen. Es ist mir scheißegal, ob du irgendwann einen Doktortitel hast. Du gehst genauso kacken wie ich auch. Also, Reini, da wäre ich mir bei dir, du lieber kackduschender Lord, nicht so sicher. Gut. Und war das 2017? Die ersten PH-Videos, hatte ich ja gesagt, kamen ungefähr 1 Jahr, 8 Monate später. Also vielleicht hat er das damals noch nicht gemacht. Aber in jedem Falle ist es witzig, dass er ausgerechnet das als Beispiel genommen hat. Und du bist nichts Besseres oder Schlechteres als ich. Und du brauchst da jetzt halt irgendwie meinen, boah, Wahnsinn, alle, bin so viel besser. Und dann kommen solche Sprüche. Ganz im Ernst, das ist absolut lächerlicher Kindergarten, den ich für absoluten Bullshit halte. Ach ja, das war also sein langer Rant zum Thema. Reudiger, bleib doch mal locker. Und weil er derjenige ist, ist er natürlich Matt geworden und damit alles andere als locker geblieben. Er hat sich sogar noch weiter und weiter hineingesteigert. Ah, schön. Boah, ich könnte so kotzen bei so einer Dummheit. Zu mir immer sagen, du bist voll dumm. Und dann kommen Gymnasiasten her und handeln 10-mal dümmer. Ich meine, der Typ, der mir den Zahn ausgeschlagen hat, ist angeblich eine Gymnasiast oder irgendwas gewesen? Ja, stimmt. Im Februar 2017 hat sich der gute Reini ja selbst, ich meine natürlich, hat der Reudiger im Zuge einer Schlägerei einen Zahn verloren und keiner weiß genau, wie es war. Danke dafür, Aiblali. Oder ein Realschüler, irgend sowas. Und ich denke mir ein, und dann sagt der eine sogar noch großkotzig, das ist ein Gymnasiast, der ist voll viel besser als du. Und dann haut er mir einfach einen Zahn aus und ich denke mir, was zur Hölle? Der will besser sein als ich, der ist ja da mal halb so viel wert wie ich. Ja, natürlich ist er nicht mal halb so viel wert. Schließlich hat er vermutlich nicht mal halb so viel gewogen. Gerufen wurde übrigens, der hat Abitur.
Daran nun den Wert eines Menschen festzumachen, ist sicherlich etwas merkwürdig, aber andererseits macht Reini ja auch nichts anderes, indem er gesagt hat, nicht mal halb so viel wert, nicht wahr? Eine Sache muss ich aber dennoch festhalten. Entweder der Hater hat dem Rüdiger, wie er es selbst behauptet, den Zahn ausgeschlagen, dann war der Hater im Kampf offensichtlich besser. Oder das Urgerle hat sich selbst erwischt, so wie es ja auf den Aufnahmen manchmal wirkte, um es vorsichtig zu formulieren, und hat sich also selbst den Zahn ausgeschlagen. Und in dem Fall ist unser Wingelwangelbob zu blöd für irgendwas und der Hater ist offensichtlich besser. Such's dir aus, Winkler. Wenn er auf Gewalt zurückgreifen muss und ganz ehrlich, so einen Kindergartenscheiß, ja? Und schon wieder muss ich pausieren, um mal ganz kurz die Frage nach der Gewalt zu stellen. Lieber Rüdiger, wer hatte doch gleich den Stock in seinen dicken, fetten, widerlichen Wichsgriffeln? Wenn man so besoffen ist, dass man so einen Scheiß macht, wenn man nicht aus Spaß trinkt, sondern um seinen scheiß Schicksal zu ersäufen, dann ist es echt nicht wert, dass man säuft. Ganz ehrlich. Ich war in meinem Leben vielleicht dreimal richtig besoffen und habe noch nie einen Filmriss gehabt und ich bin stolz darauf, weil ich nur dann trinke, wenn ich es einfach ein bisschen Gaudi machen will und nicht, wenn ich hier mein Schicksal ersäufen wollte. Und ich hätte, Gott weiß, genug Gründe, mein Schicksal zu ersäufen. Ja. Und Rudi hätte, Gott weiß, genug Gründe gehabt, den Reini zu ersäufen. Aber nun sind wir eben alle hier. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie der nun auf Alkoholmissbrauch kam, aber ich erinnere mich jetzt auch nicht mehr allzu detailliert an die damaligen Umstände. Vielleicht hatte es irgendetwas damit zu tun. Möglicherweise war der Hater Aveng angehadert. Womöglich muss ich mir das Episödchen aus dem Leben des Ogers dann doch nochmal etwas genauer anschauen. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ist es ohnehin viel zu lang her, dass ich mir die Videos vom Einzigen gegeben habe. Wird wohl mal wieder Zeit. Ja, halbweise Mutter abkauen, Schwester und Mutter an den Stich lassen, kranke Großmutter, die dement ist, einen nicht mehr kennt, tausende, Millionen Menschen da draußen, inklusive anderer YouTuber, die mir erstens auf den Sack gehen. Herr Newstime. Ich habe dir 100-mal gesagt, lass diese scheiß Videos über mich. Aber gut, ich möchte mich jetzt nicht mehr über andere YouTuber aufregen. Ja, und weil er das nicht möchte, macht er es natürlich. Man kennt's. Und ich weiß gar nicht, wie oft man dem Ding das noch sagen muss, aber wenn's dir nicht gefällt, da oben ist der X-Button. Ja, gut, wirkt zurzeit ein bisschen komisch, weil er ja tatsächlich den X-Button mal wieder gedrückt hat. Aber ja, wer weiß wie lange, immerhin hält er es schon deutlich länger aus als beim letzten Mal. Ihr sagt immer, ihr seid so viel besser als ich. Ich merke nicht, dass ihr besser seid als ich. Ihr benehmt euch schlechter, als ich es je getan habe. Er war wirklich so wahnsinnig matt. Also, man muss ja dazu sagen, das war jetzt nicht live oder so, ja? Wo jetzt vielleicht irgendwie im Hintergrund was passiert ist, was ihn zusätzlich hätte reizen können. Nein, er hat von alleine angefangen damit und hat sich immer und immer weiter selbst dort reingesteigert. Ach, schlimm. Naja, Logik war noch nie die Stärke der Hater. Oh Gott, wenn der Sondi uns was von Logik erzählen will. Oh, es ist großartig, es ist unbezahlbar. Sich so hinzustellen, als wäre man Gott und dann so einen Bullshit labern. Nee, das packe ich echt überhaupt nicht. Eben, Freunde, ja, eben. Da hat der Reini vollkommen recht. Hört auf, ja? Wer sich hinstellt wie Gott und dann Bullshit labert, ja, also, dem ist nicht mehr zu helfen. Also, liebe Leute, hört auf das höchste Wesen. Ihr seid echt nichts Besseres als ich. Ihr sagt immer, oh, ich bin Gymnasiast, oh, ich bin Student. Ey, es ist mir scheißegal, ob du ein Student bist. Und wenn du 20 Doktortitel hast, bist du immer noch nichts Besseres als ich.
du bist vielleicht schulisch ein bisschen intelligenter als ich und alles, ja? Hast vielleicht auch, verdienst auch vielleicht mehr als ich. Bist aber deswegen immer noch kein besserer Mensch als ich. Du kannst mit deinen Millionen, die du vielleicht verdienst oder verdienen könntest, kannst du auch nicht dein Leben im Himmel kaufen, um es mal blöd auszudrücken. Ich glaube nicht an den Himmel, das ist das eine, aber was ich damit sagen will ist, du kannst dir auch nicht ein besseres Leben, also du kannst dir ein besseres Leben auf der Erde kaufen, aber du kannst dir kein längeres Leben kaufen. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Wenn du überfahren wirst, bist du überfahren worden. Ja, lieben Hater, so sieht's nämlich aus. Der Philosophen-Oger hat gesprochen. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei, Freunde. Wenn jemand mit 20 Doktortiteln überfahren wird, kann er seine Millionen nicht mitnehmen in den Himmel, den es gar nicht gibt. Und wer glaubt, er sei aufgrund seines Lebenswandels, seiner Bildung, seines beruflichen Erfolges oder seines sozialen Umfelds besser als der Träger, dem sagt der Reini bloß, das stimmt nicht. Schachmatt, Leute. Newstime, falls du das hier siehst, ich weiß es nicht, ob du es siehst, wahrscheinlich nicht, weil mein Gaming-Kanal verfolgt ja kaum jemand, in Anführungszeichen kaum. Aber solltest du das Video hier sehen oder sollte jemand von euch Herr Newstime darauf aufmerksam machen und du jetzt hier gerade zuschauen, dann tu mir einen Gefallen und informier dich, wenn du schon über irgendjemanden laberst, vorher mal genau über irgendwelche Sachen. Ich habe meinen Tod nie vorgetäuscht. Ich habe ein Video gemacht als Reaktion darauf, dass mein Tod schon das zweite Mal vorgetäuscht wurde von Hatern. Muss ich dazu überhaupt irgendetwas sagen? Wisst ihr was? Schauen wir doch einfach mal, was das für ein Video war. Und das ist schon das zweite Mal passiert, damals. Und daraufhin habe ich als Reaktion dieses Video gemacht und habe meinen Tod nicht vorgetäuscht, sondern habe damit zeigen wollen, wie uncool und unlustig und vor allem wie makaber es ist, einen anderen Menschen für tot zu erklären, wenn der überhaupt nicht tot ist. Ah ja? Could have fooled me. Für mich jedenfalls sah das 1A danach aus, dass Räudiger auf seine Dulli-Art seinen Tod vortäuschen wollte. Und alles danach waren dumme Ausreden, ja, weil man das einfach zu schnell durchschaut hatte. Denn ich war nicht da gesessen, hab auf Twitter gesehen, Ruhe in Frieden, Drache ist in den Trends und denkt mir einfach nur noch, what the hell? Ganz ehrlich, das fand ich alles andere als witzig und ich hab nur drauf reagiert. Also tu mir den Gefallen und hör auf, Scheiße zu labern und informier dich für deine Videos vorher. Ich hab das Video gemacht, dass ich meinen Kanal lösche. Oder meinen Kanal nicht lösche, aber meinen Kanal beende. Also, dass ich eine Zeit lang nichts mehr auf Drachenlord mache, habe ich einen Tweet gemacht. Einen beschissenen Tweet, in dem ich noch deutlich gesagt habe, schaut euch verdammte Kacke nochmal das Video an, bevor ihr jetzt genaue Infos habt. Ich will meinen Kanal, werde aufhören mit YouTube, aber genaue Infos dazu im Dragon Monday. Ey, ganz ehrlich, ich habe deutlich dazu gesagt, im Dragon Monday gibt es die Infos dazu. Also schaut es euch vorher an, bevor ihr Infos raushaut. Was macht Herr Newstime? Herr Newstime geht mal ganz selbstgefällig her und haut ein Video raus. Noch einen Tag bevor oder noch ein paar Stunden bevor mein Video kommt. Ja, und leider etwas abrupt, aber mit dieser klaren Ansage an Herrn Newstime. Die lieben Hater und natürlich auch alle anderen endete dann auch der Zusammenschnitt dieser Folge. Diese, ja, Zusammenschnitte sind natürlich sehr kurz und kondensiert. Leider sieht oder erfährt man so dann
ja recht wenig vom Gameplay, weil das ja offensichtlich nicht der Fokus beim Schneiden war. Ja, aber leider kann ich daran auch nicht viel ändern. Die vollständige Version dieses Streams konnte ich leider bisher nicht finden. Aber gut, nehmen wir das, was wir haben, machen wir also weiter mit seinem Video vom 8. April 2017. Gut, dann lass mich mal überlegen. Ich bin gerade ein bisschen verplant, es ist schon wieder 22:46 und natürlich habe ich nichts Besseres zu tun, als aufzunehmen. Wie bitte? Was heißt denn hier nichts Besseres zu tun? Das ist dein Job, Etzala. Mach gefälligst dein Job. Hatte ich den jetzt gerade erwischt? Verdammt. Hey. Stopp. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach so. Das war die falsche Taste. Ah, so kennen wir ihn. Aber das blöde Hater-Game soll gefälligst erahnen, was Rüdiger eigentlich wollte und nicht das machen, was er tatsächlich gedrückt hatte. Denn das ist Hate und Mobbing. So einen Job hätte ich auch gerne. Einfach wie das Vogelhäuschen streicheln. Puh, also was soll man dazu jetzt noch sagen? Am liebsten hätte Rüdiger natürlich gar keinen Job und will einfach so mit Bahne beschmissen werden? Oder Rüdiger versteht Animationen nicht? Oder einfach Drägerlein ist zu dumm. Und so hat er erarbeitete Kohle. Boah, ich bin auch zurzeit voll am Rumbasteln zu Hause, ständig irgendwas anderes. Jetzt die neuen, und ich weiß, dass, dass die Leute schon wieder drüber lachen. Aber ich muss darüber lachen, weil das schon wieder unbedeutende Kasper sind, die wir keine Ahnung haben. Und sich momentan darüber lustig machen, dass ich jetzt Überwachungskameras installiert habe. Was ich ja schon längst hatte. Die eine hat allerdings eine Macke gehabt, weswegen es nicht mehr geht. Und das Kabel hängt jetzt auch raus. Was? Oh, ich glaube, den darf ich doch aufheben, darf ich Sachen. Das kostet keine Energie. Und auch da hat er schon wieder angefangen, sich in Rage zu reden. Eigentlich wollte er nur erzählen, dass er in seiner alten Schimmelschanze auch am Wuseln und Werkeln war, musste dann aber direkt schon mal vorauseilen und sagen, dass alle natürlich dumm sind, wenn sie über diesen offensichtlichen Blödsinn lachen sollten. So kennen wir ihn, dafür hassen wir ihn. Wir haben nichts anderes erwartet und wurden dennoch enttäuscht. Haben, können wir nämlich eigens Tee bauen. Brauen. Nicht bauen. Bauen, genau. Brauen. Ich baue mir einen Bon. Moment, was? Was habe ich gerade gesagt? Hahaha, wie lustig, Rüdiger. Erneut eine vergebene Chance, denn das hätte man natürlich mit ein wenig Augenzwinkern gut, ja, in einen besseren Witz verpacken können, aber naja, zum einen wiederhole ich mich schon wieder und zum anderen hatte ich ja vorhin erwähnt, wie das mit dem Reini und Witzchen so ist. Also, er wollte ja witzig sein an dieser Stelle, aber irgendwie hat's nicht so ganz hingehauen. Und nein, Leute, auch wenn jetzt viele behaupten, ich rauche definitiv nicht. Und ehrlich gesagt, ich mache mir jetzt wahrscheinlich wieder riesige viele Feinde. Ich verachte Leute, die sowas machen. Und das meine ich ernst. Ich habe das in meiner Zeit lang in der Schule und ganz ehrlich, ne. Mache ich nie wieder im Leben. Ja, schon wieder so ein Teilausschnitt, zu dem ich gar nicht weiß, was ich sagen soll. Ich lasse einfach mal so eine kleine Szene im Video laufen, die ich irgendwo gefunden habe. Nichts Großes, kaum 2 Sekunden lang. Immer wieder vor und zurück und vor und zurück. Naja, da kann sich dann jeder selbst ein Bild davon machen und auch überlegen, was das denn bedeuten könnte und so. Das ist übrigens auch so eine Sache, die ich nie wirklich gerafft habe. Das geht jetzt nicht nur um Zelda. Warum zur Hölle ist da hinten ein Bild mit einer Kuh? Ah, Reini stellt eine der großen philosophischen Fragen des Lebens. Von diesen gibt es nicht viele, aber warum ist da hinten ein Bild mit einer Kuh, gehört auf jeden Fall mit dazu. So wie auch beispielsweise, warum liegt hier eigentlich Stroh oder warum liegt da eine Wurst? Warum liegt da eine Wurst? The fuck? Das ist eine Real-Life-Kuh, oder? Egal. Oder verkenne ich das Bild? Das kann auch sein. Reini, verkennen bedeutet wohl nicht das, was du da gerade wohl geglaubt hast. Was du vermutlich meintest, war so etwas wie,
Oder vielleicht sehe ich das nicht richtig oder vielleicht erkenne ich das nicht richtig. Verkennen bedeutet zwar auch dieses Falscherkennen, aber in einem anderen Sinne des Erkennens. Es geht eher um eine Beurteilung oder Interpretation als um etwas Sichtbares. Aber gut, vielleicht verkenne ich die Lage des Dicken. Das ist eine Sache, was ich nie verstanden habe. Das geht jetzt, wie gesagt, nicht nur ums Spiel, sondern um verschiedene Sachen. Es gibt Elfen, das sind groß wie Menschen, bloß halt mit spitzen Ohren, so linktechnisch und so weiter, ne? Und dann gibt es wiederum Elfen, das hat, wie gesagt, nicht nur mit Nintendo, sondern allgemein auch in Filmen und so zu tun. Und dann gibt es wiederum Elfen, die ausschauen wie Feen, also quasi kleine Elfen, also kleine Menschen mit Flügeln auf dem Rücken, die eigentlich Feen und keine Elfen sind. Habe ich auch nie wirklich gerafft. Und dann gibt es wiederum Elfen, die einfach nur klein sind und denken mir so, hä? Also, was denn jetzt? Außerdem gab es dann auch mal Elfen, die irgendwie mit Kobolden verwechselt wurden. Also, ganz merkwürdige Geschichte alles. So, es heißt... Puh, da bin ich jetzt mal in einer müßlichen Lage, denn ein Stück weit gehe ich hier sogar mit dem Räudiger mit. Ja, es ist durchaus sinnvoll, zwischen Elfen, Feen und Kobolden zu unterscheiden. Allerdings vor allem dann, wenn sie im gleichen fiktiven Universum vorkommen. Es spricht an sich nichts dagegen, eine Fee wie Tinkerbell auch als Elfe zu bezeichnen oder die Helfer des Weihnachtsmannes Elfen zu nennen, solange man diese nicht miteinander oder mit Elfen im Sinne der Elben bei Tolkien vermischt. Aber grundsätzlich würde ich dem Reini da tatsächlich nicht widersprechen. Eine eindeutige Zuordnung kann da immer helfen. Aber jetzt muss ich dem Reini doch ganz vehement widersprechen. Du fettes Stück Scheiße. Link ist kein Elf. Link ist ein Hylian. Krieg gefälligst deine Lore auf die Kette, du verdammter Oger. So. Ach ja, das Spiel, ich weiß, das ist für viele ist das Spiel vielleicht einfach nur langweilig und uninteressant. Es ist halt was anderes. Es ist halt kein Ballerspiel, kein Shooter, es ist kein actionlastiges Spiel. Aber ich persönlich muss sagen, ich feiere es trotzdem. Also, wer Harvest Moon nicht zu schätzen weiß, der ganz ehrlich, der tut mir leid. Weil, ja, es ist schon ein schönes Spiel. Also mal ganz abgesehen davon, dass ich von diesem, wer das nett mag, was ich mag, ist doof, nicht viel halte, das ist so, ja, Kindergartenniveau. Stimme ich dem Räudiger aber auch da so halbwegs zu. Gerade wenn man beispielsweise einen anstrengenden Tag hatte, von der Arbeit nach Hause kam und sich einfach so ein bisschen zurücklehnen wollte, ohne größere Anstrengungen und ohne, dass man dem Spiel so die volle und ungeteilte Aufmerksamkeit widmen musste. Ja, genau für solche Situationen waren und sind diese Arten von Spielen wirklich empfehlenswert, zumindest meiner Meinung nach. Ich weiß, ganz viele kommen aber auch mit einer anderen Einstellung nach Hause, die sind dann, ja, aggressiv oder geladen oder möchten sozusagen Dampf ablassen und nehmen dafür Shooter, auch das ist ja vollkommen okay. Ich dagegen möchte halt, ja, entspannen. Wobei ich mich jetzt in diesem Zusammenhang schon frage, wovon der Reinibert sich eigentlich entspannen muss und musste. Dennoch kann ich genauso, wie gesagt, jeden verstehen, für den so ein Spiel einfach zu langweilig ist. Was war das gerade? Heizähniger... Was? Gott. Heizinti. Hab ich das jetzt gerade richtig gelesen? Ach, Räudiger. Wir wissen es natürlich, aber... Selbst wenn wir es jetzt nicht gesehen hätten, die Erfahrung hätte uns gelehrt. Nein. Nein, du hast es nicht richtig ausgesprochen. Aber gut, woher soll ein Dorfdulli, der sein Leben umgeben von Pflanzen, Tieren, Gräsern und auch Blumen verbracht hat, auch wissen, was Hyazinthen sind? Kommt mir so falsch vor. Kommt dir falsch vor? Rate mal warum, Reini. Rate mal warum. Hyazinthe. Okay. Noch nie von sowas gehört. Also normalerweise basieren die Gerichte und so die Sachen ja größtenteils auf echten Lebensmitteln. Wie die Rüben oder so.
eine gelbe Frühlingsblume. Ach, das ist eine Blume, deswegen kenne ich sie nicht. Ach so, na dann ist das natürlich zu entschuldigen. Unser Diggerle kennt Etzala eben keine Blumen, weil die kann man ja auch nicht gut fressen. Ja, so ein bisschen würde mich interessieren, ob er das mittlerweile gelernt hat und diese Blumenarten nun doch kennt. Wäre durchaus interessant zu erfahren. Allerdings müssen wir damit wohl warten, bis er sich dazu entschließt, sich von seinem Rückzug zurückzuziehen. Ich kann nichts machen. Man hört's. Missratenes Gericht. Verdammt. Damit habe ich gerechnet. Ja, und weil er damit gerechnet hatte, hat er es dann natürlich auch gemacht. Völlig klar. Natürlich nicht, weil er dann vielleicht doch nicht damit gerechnet hatte, sondern natürlich nur, um seinen dummen Zuschauern zu zeigen, dass das so nicht funktioniert. Völlig klar. Also, ich weiß nicht, ob ich eine Abstimmung machen soll, welche Frau wir heiraten. Wir heiraten die hier. Ey, Chicker. Das ist doch eine schöne Frau. Vielleicht ein bisschen alt, aber hey. Nein, das sage ich jetzt nicht, weil wenn ich den Satz jetzt sage, dann regen sich wieder alle auf. Genau wie bei dem Satz, den ich damals bei Braui gesagt habe. Boah, und ihr sagt zu mir ernsthaft, dass ich mal ein bisschen lockerer werden soll und über mich selber lachen können soll? Oh, er hat sich da wirklich so richtig reingesteigert. Meine Güte, Räudiger, komm mal klar. Ja, seitdem hat sich eigentlich auch nicht viel geändert zu heute. Ja, er vermag es noch immer, sich in eigentlich belanglose Randthemen reinzusteigern und somit feinstes Mett zu produzieren. Ich finde es nett. Das war herrlich. Ich finde es nett, dass es immer so kleine, irgendwo kleine versteckte Details gibt. Irgendwo läuft man mal rum und plötzlich geht eine Videosequenz los. Das ist voll cool. Das ist echt schön gemacht. Man merkt, dass das Spiel hier mit Liebe gemacht ist. Ja, ganz im Gegensatz zu unserem Mostkop hier, der nicht mit Liebe, sondern mit Blut, Schweiß und Tränen gemacht wurde. Okay, die Tränen flossen hauptsächlich, nachdem er bereits da war. Weißt schon, stirren sie so voll über die Blumen hinweg an. Sie sagt hallo. Wir stirren sie so voll pervers stalker-technisch über die Hecke hinweg an. In jedem Anime hätten wir schon längst eine auf die Schnauze gekriegt. Ja, ich schaue zurzeit wieder viele Animes. Toradora habe ich jetzt durch und noch ein paar andere. Ja, von daher heftig. Ah, Anime-Vergleiche durften natürlich auch damals nicht fehlen. Und was hat er im Grunde gesagt? Seine Spielfigur hat die Maya aus der Ferne angeschaut, die daraufhin dann ein Gespräch mit ihm anfing. Ja, ich sehe schon, das war im Grunde Stalking und damit ein absolutes Hassverbrechen aus Hass. Körperstrafen wären natürlich die einzig folgerichtige Konsequenz gewesen. Herr im Himmel, Reini, such dir endlich Hilfe! Ich bin mir fast sicher, dass das als Ulk gemeint war, aber ja, da sind wir beim alten Problem. Er kann einfach keine Witze erzählen. Du solltest das lesen. Bis bald. Nicht im Let's Play. Ach ja, viele, die sich über meine Leseskills beschweren, möchte ich jetzt mal kurz hier ein bisschen aufklären. Oh, der Aufklärungslord. Ja, komm, Reini, erzähl uns von deinem ADS und deiner Legasthenie ausdenken. Ich meine, der Arzt kam ja extra nochmal zurück, um ihm zu sagen, dass er wirklich nicht faul und dumm ist, sondern einfach aus medizinischen Gründen nicht richtig lesen kann. Leute, es ist immer irgendwas anderes, wenn man laut liest und wenn man für sich liest. Wenn ich für mich lese, dann lese ich auch ganz anders, als wenn ich zum Beispiel jetzt, ich weiß auch nicht. Ja, das "ich weiß auch nicht" war wohl in diesem Zusammenhang der einzig ehrliche Satz. Reini, wenn du Probleme mit dem laut Vorlesen hast, dann lies doch einfach alles, was du sonst so liest, so vor, als würdest du es jemand anderem vorlesen. Mit der Zeit wird man darin deutlich besser. Dauert natürlich ein bisschen. Könnt ihr mir glauben, ich mache das in vielen meiner Videos ja ziemlich genauso. Okay, in dem hier und allgemein in der Gartene-Serie, denn die Kommunen-Videos waren ja spontan, aber ich denke, das hört man auch so ein bisschen raus. Also um es mal so zu sagen, das
unser Sondi das auch versteht. Vorlesene ist Edzardler ein Skill, den man hochleveln kann, Bräutiger. Wenn ich jetzt hier lese, hinter meine. Ja. Wie gesagt, ist recht teuer. Ist geil, oder? Ist doch richtig geil. Nebenbei bemerkt, in meinem Privataccount auf der Wii habe ich jedes Grundstück und habe auf jedem Grundstück ein Haus mit größtmöglicher Ausbaumöglichkeit. Also, dezent krass. Und ein weiterer Beweis dafür, dass Reini sich vermutlich selbst nicht beim Reden zuhört. Was soll denn bitte dezent krass sein? Dezent bedeutet ja eher unauffällig, während krass ja für extrem oder intensiv steht. Vielleicht bin ich aber auch zu dumm, um diese ogerschen Oxymora zu verstehen. In jedem Fall ist es mal wieder bedeutend, dass Räudiger damit flext, dass er in einem Endlosspiel alles freigeschaltet hat, was das Game so bietet. Glückwunsch, Reini! Das kann eben jeder mit genug Zeit. Die interessante Frage wäre, nach wie viel Ingame-Zeit du das geschafft hattest. Aber irgendwie vermute ich, dass er damit nicht so viel angeben wollen würde. Bloß gerade. Was war als nächstes machen? Eigentlich müssten wir eine Teilzeitarbeit machen, damit wir ein bisschen Kohle reinkriegen. Ach, wenn er doch nur auch im echten Leben so wäre. Arbeiten für Geld funktioniert aber leider nur im Spiel. Schade. Beim Arzt, weil, ja, ist eben ein Arzt, ne? Und als Arzthelfer müsste man eigentlich Asche verdienen. Denkst du, Arzthelfer, verdient man doch keine Kohle bei. Aus den 1510 Winklerschen Weisheiten. Aushelfer in einer Arztpraxis verdienen weniger Geld als Ärzte. Die Welt ist schon verdammt ungerecht. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass aus dem ganzen Universum von Nintendo Link der reichste von allen ist? Wie ich da drauf komme? Das ist ganz einfach. Selbst wenn der nur einen Smaragd hat. Rubin, du Vollidiot! Und weil ich die Argumentation unseres dicken Sonderschülers so in etwa einschätzen kann, ja, auch die Grünen davon heißen Rubine, du Spast. Das ist lediglich der Name der Währung. Zu beachten ist hierbei nämlich, dass das japanische Rupie oder Rubi sowohl mit Rubin als auch mit Rupie, einer Bezeichnung für Währungen im süd- und südostasiatischen Raum, zum Beispiel Indien, Indonesien, Sri Lanka, übersetzt werden kann. In den meisten englischsprachigen Zelda-Spielen, Zellat-Spiele sind das, Reini, wird die Währung auch mit Rupie anstatt Ruby übersetzt, also mit der englischen Bezeichnung für die Rupie. Einzige Ausnahmen sind die Philips CDI-Spiele und über die wird nicht geredet. So, das waren jetzt so ein paar Zellat-Hintergrundinfos am Rande, weil unser großer, dicker, fetter Experte offensichtlich wenig Ahnung hat. Aber gut, Räudiger wollte uns erzählen, warum Link der reichste Charakter im Nintendo-Universum sein soll. Was auch immer das Nintendo-Universum nun wieder sein mag, das Fass will ich gar nicht aufmachen. Und ich sag bewusst Smaragd, weil die Grünen sind Smaragde. Called it. I so fucking called it. Nein, sind sie nicht. Du bist nur hageldumm. Und ihr könnt mir das jetzt glauben oder nicht, aber ich habe mir diesen Abschnitt vor dem Aufschreiben meiner Antwort wirklich noch nicht angeschaut. Das war einfach so offensichtlich, dass er mal wieder rumbullshitten wollte, um zu zeigen, dass er von solchen Details ja so viel Ahnung hat und auf so etwas achtet. Reini, sowas macht man mit 12, wenn man eigentlich keine Ahnung von irgendetwas hat. Normalerweise zumindest. Also quasi, wenn er nur einen Rubin hat, ist er eigentlich schon fast reicher als Link, als Mario. Weil Mario immer nur einzelne Münzen aufsammelt, die vielleicht halt, was weiß ich. Sind wir mal fair. Ich bin schon ein bisschen älter. Boah, ist das peinlich! Der alte und weise Lord, und vergesst nicht, das war vor 7 Jahren, will die Zuschauer also an seinem Wissen teilhaben lassen. Na, dann schieß mal los, Reini. Wir sind gespannt, wie Links Flitzebogen.
sind wir ein bisschen fair und sagen tatsächlich, dass er Geld aufsammelt, ja? 5 Mark. Also früher waren es ja Mark. 5 Mark. Es gab früher 5 Markstücke. Wie gesagt, ich bin alt. ja, sagen wir mal wirklich, er sammelt 5 Markstücke oder halt 5 Euro, 5 Dollar, wie auch immer, auf. Trotzdem, ein Rubin oder 1 Markt, ne? Grün und so, 1 Markt ist doch mehr wert als, was weiß ich, selbst wenn er 20 Fünferle aufsammelt. Hallo? Also im ganzen Universum gibt es, glaube ich, niemanden, der mehr Asche macht als Link. Wenn man vom allgemeinen Standard ausgeht, vom Einkaufen und so. Boah, also so langsam kann ich diese Scheiße wirklich nicht mehr ertragen. Warum bringt er ja jetzt plötzlich D-Mark ins Spiel? Warum glaubt er zu wissen, was für Münzen Mario einsammelt? Wieso erzählt er uns was vom Einkaufen? Die klassischen Münzen, also Coins, in den Mario-Spielen werden doch nicht zum Kaufen verwendet. In Mario Wonder gibt es jetzt diese Purple Coins, mit denen man Badges für die Charaktere kaufen kann, um denen dann zusätzliche Fähigkeiten zu geben, aber das war jetzt auch nicht das, wovon er geredet hat, schließlich gab es das Spiel zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht. Boah, mir tut gerade so der Schädel weh. Es ist mitten am Tag und ich überlege wirklich, ob ich nicht vielleicht doch schon eine Flasche Wodka köpfen sollte. Wie viel haben wir verdient? 186. Dafür, dass wir jetzt den ganzen Tag bei ihm geschuftet haben, sind wir nicht gerade gut entlohnt worden. Wobei, wie lange haben wir jetzt gearbeitet? Lasst mal kurz, ich möchte jetzt mal kurz ausrechnen, so spontan bloß. Wir machen mit 180, weil es ein bisschen einfacher ist. Alter, wir haben fast 10 Stunden bei ihm jetzt geschafft, ey. Ob die 10 Stunden stimmen, kann ich aufgrund des Zusammenschnittes leider nicht verifizieren, aber halten wir fest, dass Reini für den Stundenlohn dann wohl 186 oder 180, damit es leichter ist, durch 10 teilen müsste. Wobei ich dennoch anmerken möchte, dass wenn unser Sondi etwas von fast 10 Stunden erzählt, man sich nicht sicher sein kann, ob das auch der Wahrheit entspricht, denn ja, Uhrzeit ist ja a Hader. Andererseits könnte er damit vielleicht gar nicht allzu weit von der Wahrheit entfernt liegen, wenn wir einen Stundenlohn von 20 annehmen, ja und gleichzeitig davon ausgehen, dass fast 10 etwas übertrieben war und jeder andere wohl eher von knapp über 9 Stunden gesprochen hätte. Aber schauen wir mal, wie unser lieber Reini dieses hochkomplexe Matheproblem lösen wird. Wartet mal. Wären 10 Euro. Plus minus 12 Euro Stundenlohn? Das ist eine Schätzung jetzt. Ich habe es nicht gerechnet. Ja, das wollte ich jetzt aber auch schwer hoffen. Also, wenn er das jetzt versucht hätte, irgendwie rechnerisch herzuleiten, um Himmels Willen. In mir zieht sich gerade alles zusammen und meine Fußnägel rollen sich hoch. Meine Güte, wie kann man so blöd sein? Oh, ja, okay. Kopfrechnen einfach mal so nebenbei, ob jetzt live oder in einer Live-Aufzeichnung. Das kann etwas schwierig sein und dabei kann man sich auch mal so richtig ordentlich vertun und deswegen sollte man es möglichst vermeiden, aber meine Güte, Reini, durch 10 teilen. Oh, dann halt doch lieber dein ungewaschenes Ogermaul, bevor du uns irgendetwas von 12 pro Stunde erzählst. Sag lieber gar nichts. Gott. Das ist eine Schätzung, weil bei 10 Euro, ich rechne extra mit Euro, weil es einfacher ist. Boah, das hält man ja nicht aus. Ich spüle gleich meine Schmerzmittel mit dem Wodka runter, damit das endlich aufhört. Reini, es ist egal, mit welcher ausgedachten Einheit du das ausrechnest. Solange du überhaupt mal irgendwas rechnest. Also mit 10 Euro Stundenlohn hätten wir nach 10 Stunden... Stunden? Und wieso jetzt auf einmal 10 Euro Stundenlohn? Gerade waren es doch noch 12 geschätzt. Etwa 100 Dollar verdient. Da wir aber keine 10 Stunden, sondern 9 Stunden gearbeitet haben. Ach, nun waren die fast 10 Stunden, also doch 9. Ja, ich glaube, da lag ich mit meinem Stundenlohn von 20 gar nicht so verkehrt. Übrigens, ganz witzig, dass er jetzt wieder mit Dollar angefangen hat.
Ach, Reini. Haben wir quasi... Ja, 12 Euro, 13 Euro ungefähr. Würde ich jetzt schätzen halt. Also so mache ich das jetzt. Ich habe jetzt nachgerechnet, ist mir jetzt auch egal gerade. Ist jetzt nicht hundertprozentig wichtig. Da hat er sogar recht. Das ist nicht wichtig. Zumindest nicht für ihn. Man könnte natürlich etwas herumrechnen, ob mit anderen Tätigkeiten im Spiel nicht vielleicht sogar etwas mehr Geld in der gleichen Zeit hätte verdient werden können. Aber diese Nebenjobs haben natürlich auch noch andere Effekte, wie das Verbessern der Beziehungen zu den entsprechenden NPCs, bei denen man da arbeitet. Und zudem erhöht sich ja dann auch der Stundenlohn, wenn man etwas besser mit eben diesen Leuten befreundet ist. Aber in jedem Fall war es mal wieder schön, den Matterlord in Aktion zu sehen. So schön. Wahnsinnig schön. Oh Gott, ich muss mal duschen gehen, ich fühle mich gerade irgendwie so schmutzig. Aber gut, wir haben es ja gleich geschafft, also so lange halte ich es dann doch noch aus. Brauchen wir noch zwei Stück, dann haben wir... Quatsch, was laber ich da noch? Zwei Stück. Ich habe jetzt an sechs gedacht. Warum habe ich an sechs Dinger gedacht? Sechs Einheiten, Leute. Ich habe nicht an... Oh Mann, ey, ihr seid echte Ferkel. Was? Niemand hat was gesagt. Habt ihr was gesagt? Ich habe nichts gesagt. Rüdiger, vielleicht solltest du mal in den Spiegel schauen, wenn du nach irgendwelchen Schuldigen suchst. Ich jedenfalls würde behaupten, dass was mit deiner Runkelrübe nicht so ganz richtig ist, wenn du stets und ständig diese Assoziationsketten spannst, naja, oder eher spinnst. Ja, natürlich war das erneut ein Versuch unseres Drägerleins, ein wenig witzig zu sein. Es hat so mäßig funktioniert. Aber was weiß ich schon? Ich habe ja nur 10 Jahre im Wald gearbeitet. Ach, halt dein Maul, du fette Lügenqualle! Du hast noch nie in deinem völlig verkorksten Leben richtig gearbeitet. Was für ein Vollidiot. Ich habe übrigens keine Ahnung, worum es ging, aber ist auch vollkommen egal. Mehr braucht man nicht wissen. Der Dicke hat noch nie gearbeitet. Oder seit ich 10 Jahre alt war. Also was weiß ich schon? Gar nichts weißt du. Ja klar, seitdem er 10 Jahre alt ist. Ach was, zu dem Zeitpunkt, also immer ein Jahr älter als das Jahr, da war das ja dann schon seit über 17 Jahren. Vollkommen klar, natürlich. Ach, weißt du was, Reini? Warum eigentlich erst mit 10? Du hast doch schon mit 4 oder 5 Jahren mit Rudi im Wald Etzadla harte Arbeit gemacht gehabt. 10 Jahre ist eigentlich Schwachsinn. Ich bin ja 18. 18, genau, ich bin 18. Ich bin 28. Oder ich werde 28 dieses Jahr. Ja, und mit diesem letzten Auswurf des Mathe-Lords endet dann auch dieser dritte Zusammenschnitt. So, lieben Hater, damit endet dann nun auch diese erste Episode über den Dräger beim Zockende von Harvest Moon Tree of Tranquility. Oder wie Reini natürlich sagen würde... Auch the Tree of Cleary, Trees... also Baum der Stille, ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt. Ich hatte es bereits eingangs und auch zwischendurch mal erwähnt, wir konnten leider nicht allzu viel vom Gameplay erleben, aber... Vielleicht ist das jetzt auch nicht das Allerschlimmste. Für das nächste Mal habe ich dann noch 4 dieser kurzen Zusammenschnitte übrig und wenn ich keine anderen mehr finden sollte, ja, dann wird das auch bereits die letzte Folge zu dem Spiel gewesen sein. Vermutlich hänge ich dann da noch das Gameplay zu Pioneers of Olivetown dran. Auch davon habe ich bisher leider nur eine extrem gekürzte Zusammenfassung gefunden. Danach wollte ich mir eigentlich mal Drägerleins Stardew Valley Gameplay geben. Aber das hat er gestreamt, wodurch Ton- und Bildqualität ziemlich mies sind. Zudem ist es auch da schwierig, sämtliche Episoden zu finden, ja, zumindest für so einen Dulli, wie ich es bin. Solltet ihr also Quellen oder vielleicht andere Vorschläge, Wünsche, Ideen, Kritiken, Beleidigungen oder sonst was haben, schreibt sie mir einfach in die Kommentare. Ich lach mich dann selber aus. Gut, damit war's das dann also von mir mit diesem ersten Teil von Harvest Moon. Macht's gut, liebe Freunde. Medal of und viel Spaß.